Und viele sind jetzt nicht mehr oben. Timmy Seitz ist gestern fantastisch geflogen. 239 Meter. Schau da noch, wie der unten einmal gut fliegt. Liegt extrem flach in der Luft. Ja. Also optisch der Unterschied erkennbar zu vielen anderen. Und dann segelt er runter auf jeden Fall über 230 und das deutlich 240 Meter genau. Andy Hilseis, 2x20.0, 3x19.5. Er macht es wirklich im Flug sensationell, da ein bisschen spät auf der Kante, macht aber nichts, weil es ihn gut drüber dreht. Und dann hat er die Füße relativ breit, mehr H wie ein V, aber er bringt halt seine ganze Körpergröße und seine ganzen Ski super ins Fliegen. Jetzt hat er mit Qualifikation und ersten Durchgang zusammen schon 5,20er gesammelt, Timmy Seitz. Das ist verdient, nicht schlecht. Super. Mit einem 18-Jährigen aus Lubno. Muss er schon wieder durchstreichen, seine 2,31er am Ski. Wenn es weitermacht, geht in der Platz aus für einen persönlichen Rekord. Lubno, die Hochburg für seine Skifirma, auch sein Servicemann kommt aus Lubno. Ja. Ehemaliger Springer, Primo Spickel.